Die Energiepreise steigen und auch wenn sämtliche Regierungen in Europa derzeit versuchen, Bürger zu entlasten oder dies wenigstens ankündigen, ist da noch keinerlei Lösung in Sicht. Im Jahr 2015 sagte Landeshauptmann Arno Kombatscher, dass die Fusion der Landesenergiegesellschaften Sell und Edgewerke große Entwicklungsmöglichkeiten für eine nachhaltige und effiziente Energiebereitstellung und Nutzung eröffne. Die Neuorganisation des Energiesektors soll Voraussetzung für eine neue Tarifgestaltung schaffen, so wörtlich. Die Freiheitlichen fordern jetzt dieses Versprechen ein. Sie haben hierzu einen Beschlussantrag mit dem Titel Selbstversorger Südtirol im Landtag eingereicht. Gudrun Esser hat den Obmann der Freiheitlichen, Andreas Leiter-Reber, gefragt, was sie denn genau fordern. Haben Sie selbst auch Lösungen angedacht? Auf alle Fälle und schon in der Vergangenheit, weil wir sagen, es kann nicht sein, dass ein Land, das selbst so viel Strom, Ökostrom sogar produziert, mitunter die höchsten Strompreise und Energiepreise hat. Das hat damit zu tun, dass die sogenannte Heimholung keine echte Heimholung war, denn wir haben nur die Gesellschaft übernommen, also die heutige Landesenergiegesellschaft Alberia, ex-Sell, ex-Hydros, ex-Monte Cardini, die aber die Konzessionen gleich wieder verteilt, wie es die staatlichen Institutionen davor auch getan haben. Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um einen Südtiroler Markt zu kreieren und zu sagen, das, was drüber hinaus produziert wird, das verkaufen wir. Aber zuerst schauen wir auf die Abnehmer hier im eigenen Land. Haben Sie selbst schon mal recherchiert, welche Möglichkeiten es geben könnte? Wir sind Bürger der Autonomie, aber anscheinend haben wir uns nicht genügend angestrengt, vor allem unsere Senatoren in Rom, um hier auch in Zusammenarbeit mit der Landesregierung über eine Durchführungsbestimmung einen solchen Weg anzugehen. Wir haben jetzt einen Beschlussantrag im Landtag vorliegen, den wir eingebracht haben, wo wir die Landesregierung auffordern, alle Möglichkeiten zu überprüfen, genau so eine echte Verwaltung der eigenen Wasserkraftwerke und mit Auswirkung über einen günstigeren Stromtarif für die Bewohner dieses Landes herauszubekommen. Dann haben wir viele Anfragen gestellt und ich frage mich wirklich, was wurde in der Vergangenheit hier auf parlamentarischer Ebene gemacht? Welche Hindernisse gibt es, dass wir bis heute noch eine solche Situation haben? Gibt es Beispiele in anderen Bereichen, dass man sich da von den nationalen Zuständigkeiten abgekoppelt hat? Auf alle Fälle. Denn wir haben gesehen, dass die Landesregierung zum Beispiel beim Thema Bussen, beim öffentlichen Personennahverkehr ja auch in Richtung Inhouse-Lösungen geht. Und ich sage genau hier, wo jeder Bürger davon profitieren kann, wäre eine Südtiroler Lösung, eine sogenannte Inhouse-Lösung bei der Wasserkraft, bei unserem Strom, einfach das Um und Auf. Ich glaube, wenn wir jetzt die ganze Diskussion und Entwicklung in den letzten Jahren ansehen, was den geschützten Markt und den freien Markt auf dem Energiesektor betrifft, dass auch hier eine Möglichkeit besteht, dass wir sagen, wir hier in Südtirol produzieren reinen Ökostrom mit unseren Wasserkraftwerken. Und wenn wir die nachbessern und aufrüsten, sogar noch mehr, als wir heute schon produzieren. Und es kann dann nicht sein, dass wir gezwungen sind, aufgrund dieser nationalen Regelungen Strom zu importieren, teilweise Atomstrom, teilweise Strom aus Erdgas. Also ich glaube nicht, dass das im Sinne der Nachhaltigkeit ist. Und ich denke, dass es auch autonomiepolitisch nicht vertretbar ist, dass wir hier auf diesem nationalen Markt gleich mitspielen, sondern dass wir hier eine regionale Lösung finden. Die Freiheitlichen wollen also, dass überprüft wird, ob Südtirol sich tatsächlich vom nationalen Markt loslösen kann und Strom damit auch günstiger anbieten kann. Wir warten natürlich auch gespannt auf die Reaktionen, die es im Landtag und von Seiten der Landesregierung geben wird.